Ausgehend von den Häfen an Ost- und Nordsee hatte sich eine revolutionäre Welle gebildet, die über das Land hinwegspülte und dann auch an diesem 9. November Berlin erreichte. Es drehte sich da vor allen Dingen auch um die Frage des Friedens. Wie sollte der Frieden gemacht werden? Und da war der Kaiser, Kaiser Wilhelm, das große Hindernis und alles verlangte seine Abdankung. Schließlich wurde diese Abdankung von Reichskanzler Prinz Max von Baden, der knapp einen Monat im Amt war, eigenmächtig verkündet. Und um die Mittagszeit dann strömten die Massen am Reichstag zusammen, sodass sich dann Philipp Scheidemann, einer der beiden Vorsitzenden der SPD, dazu aufgerufen fühlte, zu den Massen zu sprechen. Also es war eine spontane Rede, die auf dem Druck der Zeit entstanden ist. Es gibt keine Eindeutigkeit, das will ich vorab schicken. Es gibt keine Eindeutigkeit, ob dieses Bild wirklich diesen Moment dokumentiert. Es spricht vieles dafür, dass dies so ist, denn es ist wenige Tage später von einer Zeitung, nämlich von der Berliner Illustrierten Zeitung, veröffentlicht worden, als das Foto von der Ausrufung der Republik. Das wurde von der historischen Forschung zwischenzeitlich bezweifelt. Es wurde als ein nachgestelltes Foto bezeichnet. Es wurde als eine Komposition, als ein Fake, würde man heute sagen, bezeichnet. Aber alles in allem würde ich doch meinen, dass dieses Foto Authentizität hat. Denn wenn es nachgestellt wäre, wann sollte das passiert sein? Jahre später? Nein, es ist 10 Tage später veröffentlicht worden. Oder unmittelbar nach dem Ereignis? Ich glaube kaum, dass man im November 1918 darauf bedacht war, sich nochmal zusammenzufinden und eine Ausrufung der Republik nachzustellen. Und dann auch noch von einem unbekannten Hobbyfotografen, nicht von einem der großen Berliner Fotografen der Zeitgeschichte. Also, ich würde meinen, und dafür spricht vieles, dass es sich hier doch um ein authentisches Foto handelt. Ja, das liegt daran, dass es ein wirklich gutes Foto ist. Gut komponiert, man sieht Scheidemann in einem Fenster mit einem Blatt Papier in der Hand, redend, zu wem auch immer. Und dann hat man gesagt, das ist die Ausrufung der Republik, wir haben ja kein richtiges Foto, also muss es das gewesen sein. Das ist es in der Tat nicht. Es ist ein Foto, was im Mai 1919 entstanden ist, als Philipp Scheidemann von der Reichskanzlei aus zu einem Protestzug auf der Wilhelmstraße gesprochen hat, dabei ein Blatt Papier in der Hand. Also er wusste, da kommt jemand und ich muss zu diesem sprechen. Zu diesem Zeitpunkt war Philipp Scheidemann Reichsministerpräsident, Reichskanzler. Also dieses Foto stammt aus der Reichskanzlei und aus dem Mai 1919. Vollkommen irrwegig ist es, und das regt natürlich den Historiker auf, dass in einer großen Wochenzeitschrift zum 100. Jahrestag der Ausrufung der Republik 2018 ein Artikel erschien, in dem es heißt, Scheidemann hätte sich 10 Jahre später zur Verfügung gestellt, um diese Szene nachzustellen. Er sei dort gut frisiert und im tadellosen Anzug aufgetreten. Allerdings fehlte das Publikum, das man nicht herbeikarren konnte. Das ist eine neue, ich würde fast sagen, Legende. Nein, es ist schlichtweg eine glatte Fehlinterpretation, eine verderbliche, weil sich diese schon fortgesetzt hat. Scheidemann hat sich 10 Jahre später zur Verfügung gestellt, um dieses Foto nachzustellen. Nein, es stammt aus dem Mai 1919 und alles das, was darum fantasiert wurde, ist schlichtweg falsch. Wir haben keinen Parlamentsstenografen, der daneben gestanden hat und der das alles mitgeschrieben hat. Und Philipp Scheidemann konnte es später korrigieren, wie das natürlich in einem Parlament der Fall ist. Es war eine spontane Rede. Er hat also auch kein Manuskript gehabt. Die erste Veröffentlichung, die wir von dieser Rede haben, entstammt dem 8 Uhr Abendblatt, das am Abend des 9. November schon Auszüge aus dieser Rede gebracht hat. Die Authentizität wurde später bezweifelt. Es wurden andere für wirklicher gehalten, die das überliefert haben, etwa ein österreichischer Journalist, der dabei gewesen sein soll, der Scheidemann sogar gestützt haben will, oder aber ein Abgeordneter der dänischen Minderheit, der dann später auf Dänisch 1955 in Englisch übersetzt, auch eine Version überliefert hat, die jetzt jüngst gerade als die
wirklich wahrscheinlichste bezeichnet wird. Allerdings sind da so viele Fehler drin, das hätte man sofort sehen müssen, dass das nicht die authentische sein kann. Also wir haben keine Rede, das ist das Problem. Aber ich würde meinen, dass das, was im 8 Uhr Abendblatt und was dann auch andernorts in anderen Zeitungen sich fortsetzt, wohl dem, was Scheidemann da gesagt haben soll, am nächsten kommt. Ein O-Ton ist vorhanden, aber es ist nicht der O-Ton vom 9. November 1918, sondern Philipp Scheidemann hat auf Einladung eines Sprachwissenschaftlers 1920 diese Rede nachgesprochen oder das, was er gesagt haben will am 9. November 1918. Es gibt mehrere Aufnahmen davon, auch noch später eine. Also es ist keine authentische Aufnahme. Dort auch bei einer dieser Aufnahmen schildert Scheidemann, wie es zu diesem Moment gekommen ist, wie er im Reichstag gewesen ist, wie die Massen nach ihm gerufen haben und er dann auf die Empore getreten ist und dann zu den Massen gesprochen habe. Er liefert dann auch einen Text, von dem er glaubt, dass er so geredet hatte, aber er ist nicht authentisch. Wir haben aus dieser Zeit von einigen Politikern Aufzeichnungen von Reden, etwa von Friedrich Ebert bei seiner Vereidigung auf die Verfassung im August 1919 oder aber von Gustav Bauer, dem Reichskanzler, zur Annahme des Versailler Vertrages im Juni 1919. Beide konnten sich auf die vom Parlamentsstenografen angefertigten Mitschriften stützen, also sie sprachen das nach, was sie lesen konnten. Das war bei Philipp Scheidemann bei seiner spontanen Rede am 9.11.1918 nicht der Fall. Allerdings, das, was er bei der Aufzeichnung dann zum Besten gab, hat er dann auch in seinen Memoiren 1928 fast wörtlich wiederholt. Aber, um es nochmal zu betonen, es ist keine authentische Rede. Authentisch ist nur der Scheidemann, der da spricht, der Nordhesse, der aus Kassel stammende Philipp Scheidemann. Wir haben keine authentische Rede. Wir können darüber streiten. Und historische Wissenschaft ist immer ein Streit. Historische Wissenschaft ist nicht mathematische Wissenschaft, wo Eindeutigkeit herrscht, sondern es gibt die Vielfalt der Meinungen. Hier ist es besonders frappierend, dass es auch um die Bedeutung von Philipp Scheidemanns Rede doch eine breite Meinungsplatte gibt. Die einen sagen, das wäre überflüssig gewesen, das alles war schon gelaufen, es hätte keine Bedeutung gehabt, überall wäre die Republik ausgerufen worden, nicht nur von Scheidemann, der das ja auch noch durch Fotos und eigene Selbstdarstellung übertrieben habe mit der Bedeutung. Ich will dagegen aber einwenden, dass Philipp Scheidemann nicht der nächstbeste gewesen ist. Er war bis zum Morgen des 9. November noch Staatssekretär, also Minister der ersten halbwegs demokratischen Regierung, der einer von beiden sozialdemokratischen Reichsministern, die ersten, die es gab. Er war der zweite oder einer der beiden Vorsitzenden der Sozialdemokratie. Das war nicht Fritz Müller in Oberursel oder in Apolda, sondern das war Philipp Scheidemann vom Reichstag aus. Und von daher hat diese Rede doch eine gewisse symbolische Kraft, weil sie auch dazu beitrug, den Weg in die Republik freizulegen. Von daher lohnt es sich, an diesen Tag, an diesen Moment zu erinnern und auch Philipp Scheidemann zu denen zu zählen, die der Demokratie in Deutschland den Weg gebahnt haben.